Er jagte Krankheitserreger auf der ganzen Welt. Robert Koch war einer der größten Mediziner seiner Zeit. Sein Wirken hatte allerdings auch Schattenseiten. 1843 wurde Robert Koch in Clausthal geboren. Sein Vater Hermann Koch machte als Bergbaubeamter Karriere und konnte so seinem drittältesten Sohn Robert das Abitur und ein Studium der Medizin ermöglichen. Robert erwies sich als Naturtalent. Im sechsten Studiensemester erhielt er für eine biologische Untersuchung einen Universitätspreis. Ab 1873 widmete sich Robert intensiv der Tierkrankheit Milzbrand. Rund um seinem damaligen Wohnort Wollstein fielen der Krankheit Tiere und Menschen zum Opfer. Neben seiner eigentlichen Aufgabe als Kreisarzt konnte Koch nach 3 Jahren Forschung nachweisen, dass Milzbrand von einem einzigen Erreger ausgelöst wird. Entscheidend für diesen Erfolg war, dass Koch seine Untersuchungsmethoden sehr präzise entwickelte, obwohl er lediglich über ein einfach ausgestattetes Labor in seinem Privathaus in Wollstein verfügte. Am 24. März 1882 verkündete er die Entdeckung des Tuberkuloseerregers, was ihn schlagartig weltberühmt machte. Denn Tuberkulose war im Laufe des 19. Jahrhunderts zur Massenkrankheit geworden. Etwa jeder 7. Deutsche starb seinerzeit an der sogenannten Schwindsucht. Robert Koch konnte zeigen, dass Tuberkelbakterien die Krankheit auslösten. Für diese Entdeckung erhielt er den Medizinnobelpreis. Auch wenn sein Heilmittel Tuberkulin sich als nutzlos, teilweise sogar sich als gefährlich erwies. Auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts heißt es dazu, Langzeitheilungen traten nicht ein. Einige Patienten starben nach der Behandlung sogar. 1891 wurde für Koch das Königlich Preußische Institut für Infektionskrankheiten eröffnet. Schon damals übernahm diese Einrichtung neben konkreten biomedizinischen Forschungen Dienstleistungen für Behörden und Kommunen, genau wie das Robert-Koch-Institut heute. Das RKI ist der direkte Nachfolger des Kochschen Instituts und amtiert im selben Gebäude. Statt durchgängig das Institut zu leiten, ging Robert Koch ab 1896 auf Expedition, um Tropenkrankheiten zu erforschen. 1910 starb Robert Koch bei einem Kuraufenthalt in Baden-Baden an einem Herzinfarkt.